Heute mache ich einen Rhabarberkuchen mit Guss. Ich nehme 200 Gramm Mehl, 2 bis 3 Esslöffel Zucker, vielleicht etwas mehr, weil Rhabarber etwas saurer ist, eine Prise Salz, ein Ei, und 125 Gramm Butterstückchen. Alles zu einem Teig durchkneten. Der Teig darf jetzt mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. Für den Guss habe ich hier noch einen Rest Topfen. Im Boden gebe ich jetzt noch mal Mandeln, um die Feuchtigkeit aufzusaugen. Den Rhabarber hatte ich über Nacht gezuckert. Bevor ich nun den Guss drauf gebe, backe ich den Kuchen ca. 15 Minuten vor. Den Backofen habe ich auf 190 Grad vorgeheizt. Das waren jetzt ca. 20 Minuten. Und jetzt mache ich den Guss.
Mehl, Butter und Zucker muss ich jetzt zerkrümeln. Langsam werden es Krümel oder Streusel, besser gesagt. Während der Teig noch ein bisschen im Kühlschrank ruht, bereite ich den Rhabarber vor. Jetzt habe ich noch mal umdisponiert, denn in dem Topf war es doch ein bisschen zu eng. Zwei Drittel habe ich jetzt hier in die Form gegeben von dem Streusel und drücke es fest an, sodass auch ein kleiner Rand entsteht. Das Ganze kommt jetzt bei 180 Grad vorgeheiztem Ofen für 50 Minuten zum Backen. Voilà! Nach 50 Minuten bei 180 Grad ist mein Streuselkuchen mit Rhabarber fertig.